Servus, das Sofort, Leute. Jetzt ist gleich Sonnenuntergang in einer Stunde. Und da ist quasi blauer Himmel, Leute. Und da hinten nicht. Ja. Da habe ich überlegt, ob ich mit drunter steigen lasse, aber alles seine Idee. Ja. Jedenfalls check jetzt hinten mal die Lage und du bist dabei, wenn du mitkommst. Ich weiß, ein richtiges Übergangswetter ist das, hey. Nicht so kalt, ja, und auch nicht so warm. Richtig Ding, aber fette Nature, Alter. Das schaut doch richtig geil aus, hey. Meine Kamera im Auto, ich gehe jetzt bloß mit meiner GoPro umeinander. Ja, weil sonst komme ich nicht weit, weil dann müsste ich da wieder fotografieren und dann schaue ich da wieder, ja. Und ich will ein bisschen laufen, ja. Laufen, ja, um mich kommen, verstehst du? Ja. Ich habe halt das Problem auch beim Drunnensteigen, da stehst du umeinander. Letztes Ding habe ich auch, da habe ich mir gedacht, geile Scheiße, lass ich mich drunter fliegen. Ja, dann bin ich eine halbe Stunde in die Eiseskälte umeinander geflogen, hey. Und dann bin ich angefahren, ja, weil dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt, so weiß ich, war ja scheiße kalt. Ne? Aber jetzt schauen wir mal auf, wie dann so Weiherwelten, wie das denn ausschaut da, ja, in der Landschaft. Die größten Weihern da hinten, die sind alle so richtig nur im Eis, weißt du, so richtig gefroren. Da kannst ja, auf kannst du nicht halt, aber die sind halt fett gefroren und da ist das ist quasi bloß so ein bisschen noch, ja. Kommt der Frühling quasi jetzt dann, ne? Da guck mal, schön geil, Leute. Richtig schön, du. Eine Scheiße! Grutzi, fix du Eigenmutsch! Ich nehme ja eigentlich die GoPro so gar nicht mehr her zum Flocken und Filmen. Ja, also mir eh was lieber, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock gehabt auf das Geschleppe da in die Unwirklichkeit reißen da. Die Eisweihe, Alter. Ja. Aber jetzt regt es mich schon wieder auf. Ey. Aber ist wurscht, kann man ja auch mal mit der GoPro filmen. Wo schaust du da nicht hat? Den Weiher da. Geh jetzt dahinter, hab ich vor, mal schauen, wie der durchkommt, weil der geht quasi kein Weg nicht, ja. Und dann geh ich da rauf und rum. Dass man jetzt den Rassen irgendwas entdeckt, ja, was sagst, Hammer, Alter, geht schon los. Also ich wusste, dass sie an manchen Orten schon die Schneeglöckerl rassen haben, ja. Aber so gartenmäßig, weißt du. Bloß mich interessiert das Gartenmäßige nicht. Ja. Auch wenn jetzt an die ganzen Winterlinge kommen und so. Ich finde das super, wenn es quasi das ganze Zeug wild entdeckt soll, weißt du schon. Ja, nicht weil es einer angesagt hat. Ne? Ja, naja, und dann die Märzenbecher und so, das sind so die Frühblüher. Aber ich bin halt trotzdem noch der Meinung, oder das ist noch viel zu früh, dass man da so drüber redet. Ja. Aber sollte ich da was Interessantes entdecken, ja, am Wegesrand. Huhuhu. Dann, so ist der, ja, siehst du das quasi auch. Meine Fresse, Alter, ich bin jetzt da drüber, gell? Weil man dachte, du gehst raus, ne? Jetzt sehe ich da vorne. Ich werde bloß noch ein bisschen weiter gebraucht, da war ja ein Weg rausgegangen. Meine Güte, echt, hey. Unglaubliche, unglaublich, echt. Ja, geht der Weg raus, sag einmal. Das ist einfach an die kleinen Freuden des Draußenseins, ja. Man merkt aber schon, dass es heller wird, weißt? Schon seit Tagen merkst du es. Und die Vögel pfeifen auch schon mehr, ja. Stehe ich gerade da, Alter, und schau den Sonnenuntergang an. Ja, also zuerst war ich davon gestanden, aber ich habe mir gedacht, gehst du ein wenig weiter hinten dann. Bin ich weiter hinten, ne? Ist richtig geile Scheiße, ohne Krampf. Ja, das ist quasi ein Spektakel, ja. Das ist voll krass. Das ist ja riesig, ist das. Ne? Also und vor allen Dingen siehst du den Sonnenkranz unten. Also ich nicht, also ich schon, du nicht. Wird der da richtig geil untergehen und
Wie beleuchtet ist alles, dann hörst du das Wasserrauschen, ja, der Sirene läuft noch, aber das ist wurscht, ich feiere das, hey, so schön, ohne Krampf. Ja, und ich habe bloß mein iPhone in der Tasche. Aber ich mache da wieder ein paar so Fotos gemacht. Ne? Schau, jetzt kommt Sonne wieder raus da. Hey, ein Traum, ohne Krampf. Ja. Das sind quasi so Ansichten der Rassen, da musst du einfach zufälligerweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort sehen. Ja. Und das bin ich quasi. Ja. Wie das da alles so spiegelt drin. Ja. Hammer, Alter. Aber jetzt geht dann weiter, bloß ich beobachte jetzt das eine Zeit lang. Ich habe auch schon lange keinen Sonnenuntergang mehr angeschaut, weil mir der Schwan eigentlich nicht gefällt. Ja. Also, was heißt nicht gefällt, das gefällt mir schon, weil ich den halt nicht sehe. Aber so, wenn ich mir jetzt denke, Sonnenuntergang, muss ich auch schon. Nee, ja, mir ist das halt lieber, ich bin quasi da so per Zufall dabei. Ne? Also, ein Traum, hey. Ohne Scheiß. Also, das ist echt jetzt sehenswert gewesen. Die Sonne ist noch da, aber ich gehe jetzt halt einmal Richtung Auto, weil ich habe nur einen Weg vor mir. Und ja, der Beschuss ist dann quasi finster. Ne? Huhuhu, kommt der Geist. Es sind, das was du so Wasserspitzen siehst, gell? Es sind keine Steine, ja, das sind lauter Teichmuscheln. Ja, unglaublich viele Teichmuscheln. Ja, aber ich wandere jetzt quasi wie der Fiere da, halt der Sonne entgegen. Und da nimmer um mich und so. Ja, jetzt passiert quasi nichts mehr, ich wollte dich halt aber mitnehmen da. Ne? Alter, schön, dass du dabei warst, wenn du dir das angeschaut hast, dann hast du quasi auch was von dem Sonnenuntergang gesehen. In diesem Sinne, Alter, let's fetz auch so, falls du bis zum nächsten Mal. Jumin.